Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Heute starte ich hier mal von der Rettungswache von Waldstätten, denn wir haben hier gerade einen brandneuen Einsatz reinbekommen. Einsatzstichwort lautet nämlich Person hinter verschlossener Tür. Der Anrufer steht anscheinend auch vor dem Gebäude und wir sollen als Rettungsdienst ausrücken und dann werden wir sehen, was passieren wird. So, erstmal ist die Feuerwehr nicht mit alarmiert. Wir schauen mal, was uns da gleich erwartet. Also, es könnte ein normaler Einsatz werden, es könnte auch ein bisschen schwieriger werden. Wir schauen mal. So, 1 RTW 1 geht auf Status 3. Wir rücken erstmal aus und gucken uns das genauer an. Einsatzort ist naheliegend der B1. Das ist ein großes Bauernhaus auf dem Hügel. Das ist auch das einzige Haus weit und breit, was da in der Gegend steht. Wir gucken mal. Also ich bin gespannt. Mal sehen, was da gleich passieren wird. Ich muss bloß ganz genau mal gucken, wo wir jetzt genau da oben rauskommen, wo wir genau hinfahren müssen. Das weiß ich nämlich jetzt nicht ganz genau. Das müsste aber, glaube ich, die Straße sein. Das ist die Hauptstraße, hier ist der große Hügel, hier ist auch viel Gestein. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Na, guck mal hier rechts, da ist das Haus. Da steht so richtig schön im Wald, richtig schön auf dem Hügel. So, und RTW ist am Einsatzort eingetroffen. Wir drücken Status 4. Übergeben das an die Leitstelle und gucken uns das Spektakel erstmal an. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal beide Rucksäcke mit. Und dann sehen wir weiter. So, wie kommen wir denn hier hoch? Ach, hier. Guten Tag, der Rettungsdienst. Sie haben uns gerufen? Ja, verstehe. Ja. Alles klar, also Sie sind... Okay. Ach so. Ach, so ist das. Ah, ja. Also ihn ja, alles klar. Gut. Also mal kurz zur Info, Leute. Das ist der Herr. Ihm gehört auch das Haus. Er hat eine Frau im Haus, die sich nicht meldet. Und der kommt nicht rein, weil er seinen Schlüssel vergessen hat. Und deshalb hat er uns jetzt auch angerufen. Und wir sollen jetzt gucken, wie wir das am besten jetzt machen. Also ich würde mal sagen, nee, das bringt ja nichts hier. Nee, das geht nicht richtig auf. Ich würde mal sagen, wir alarmieren mal die Feuerwehr nach. Die Tür kriegen wir so nicht auf. Die hakt auch. Das geht so auf jeden Fall nicht. Das wird die Feuerwehr übernehmen. So. Also. Feuerwehr wird alarmiert mit dem HLF. Die fahren raus zu dieser Tür-Notöffnung. Und dann werden wir schauen, wo die Frau im Gebäude ist. HLF geht auf Status 3.
So, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das ist gut, dann sind wir auch gleich vor Ort. So, das HLF geht auch auf Status 4. Wir sind eingetroffen am Einsatzort und rüsten uns jetzt erstmal aus. Nehmen unseren Werkzeugkoffer speziell auch für Türöffnungen mit. Mache am besten mal alles auf. Ach, hier geht's wieder nicht. Vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Warte mal, so? Nee, geht auch nicht. Gut, dann können die Kameraden absitzen vom Fahrzeug und erstmal in Richtung Haus mitkommen. So, guten Tag, die Feuerwehr. Ja, guten Tag. Ja, ja, ja. Das muss man machen. So, dann werden wir erstmal gucken, was haben wir für eine Tür. Also in Amerika würde die schon längst eingetreten worden sein, aber nee, nee, hier ist alles gut. Die kriegen wir so auf, ohne irgendwas kaputt zu machen. So, die müssen wir einfach hier so mit unserem Mehrzweckschlüssel aufmachen. So, dann haben wir das nämlich gleich. Huch, jetzt war er erstmal im Keller hier. Okay. So, ein Handgriff noch. Sieht auch cool aus, so von hier, ne? So, ja, ja, ja. So. Und Tür ist offen. So, dann einmal rein ins Haus. Hallo, die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist hier. Schickt mal den Rettungsdienst erstmal rein hier. So, der Rettungsdienst. Hallo, können Sie mich hören? Hallo, ist jemand da? Also hier ist keiner. Schlafen? Nee, schlafen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Da hat anscheinend noch jemand Schach gespielt, so wie es aussieht. Wo ist keiner? Ist keiner im Haus. Kannst du vergessen. Das ist ja komisch. Nee, also Herr Müller. Herr Müller, also Ihre Frau ist nicht auffindbar im Haus. Was sagten Sie? Sie meinte, sie wäre da, ja? Ah, das ist komisch. Sie können ja selber nochmal schauen. Also, da ist niemand. Das ist schon ganz, ganz komisch. Ja, wüssten Sie, wo sie denn sonst hingegangen wäre jetzt? Oder? Nee? Okay, nee. Tja, das ist eine gute Frage. Was sagst du? Wie? Hey, verstehe ich jetzt nicht. Also der eine Kollege meinte gerade, er hat da oben auf dem Dach irgendwas gesehen. Der hat doch einen Vogel gesehen, bestimmt. Abgesehen davon ist er auch ein Vogel. Dann soll er mal hochfliegen und mal gucken. Herr Müller, eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie aufs Dach zu kommen? Nee? Das... Ach so, an der Notleiter hinten am Haus. Da haben sie eine, ja? Ja, okay. So, Leute, also jetzt wird es wirklich ein bisschen spannend hier. Also im Haus niemand auffindbar, Person nicht gefunden. Herr Müller meint aber, sie ist hundertprozentig zu Hause. Auf dem Dach wird irgendwas gesehen. Ich sehe das auch nicht von unten so wirklich. Also, wir alarmieren mal die DLK nach, also um das abzusichern. Also Ich zweifle jetzt schon selbst an mich hier so ein bisschen so, ne? Also, das ist ganz, ganz merkwürdig. Gut, dann mal DLK mit raus. DLK geht Status 3. Wir fahren rüber zu diesem spektakulären Einsatz. Also ich dachte, Türnotöffnung. Und eigentlich dachte ich auch, der Besitzer des Hauses macht uns die Tür auf, der Rettungsdienst kann ganz normal arbeiten, aber nee, jetzt kommt erstmal die Feuerwehr mit dazu, das wird erstmal ein richtig schöner großer Einsatz für uns hier.
Mal sehen, wie das alles noch endet, Leute. Also irgendwie, ich vertraue das alles hier nicht. Also das hört sich an wie so ein lustiger Anruf, so gefühlt, ne? So als ob sich irgendwie jemand einen Spaß erlauben möchte und uns hier irgendwie, weiß ich nicht, in die Falle locken möchte. So fühlt sich das gerade an, aber ist ja Quatsch, Mensch. Ach, komisch finde ich das schon hier gerade, ehrlich gesagt. Okay, DLK Status 4. Wir sollen erstmal aufbauen und aufs Dach hochklettern. Also das hatten wir auch noch nicht. Eine Türnotöffnung mit einer DLK. Und dann noch so ein großer Einsatz. Das ist schon was ganz, ganz Spezielles gerade hier. Und der Müller ist sich zu 100% sicher, dass seine Frau wirklich zu Hause ist. Aber ich verstehe es halt auch nicht. Es ist ja keiner da gewesen. Man hat auch keinen gesehen oder so. Aber gut, wir gucken uns das mal von oben an. Warte mal, wir machen mal ein bisschen Licht an. Es wird gerade ganz schön dunkel hier, aber ich glaube, die Klappe geht nicht auf, ne? Doch, die geht doch auf. So, dann holen wir uns nämlich den Beamer raus. Wir machen hier mal ein bisschen Licht am Einsatz oder an der Einsatzstelle. So, das sieht schon besser aus. Ja, dann einmal den Korb zentrieren, dass die Kollegen einsteigen können und dann gehen wir mal einfach hoch aufs Dach. So, wartet. Können wir auch gleich anknicken. So, dann einmal nach oben mit dem Leiterpark. Das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, weil ich stehe auch so ein bisschen schief. Ja, weil das alles richtig auf dem Hügel ist hier. So, dann komplett einmal ausfahren und ich hoffe, ich komme da jetzt auch irgendwie aufs Dach. Wartet mal, ich mach das mal so ein bisschen. Warte, so. So. Sieht gut aus, ne? Wir stehen oben drauf. Ja. So, dann kann ich da auch erstmal hoch. Bin ich gespannt, also was das da oben ist, weil irgendwas ist da halt, ne? Man sieht halt nicht ganz genau, was genau. Aber dafür sind wir ja da, um uns das anzuschauen. So. Genau an der Kante geparkt hier, Mensch. So. Jetzt klemme ich. Ich klemme. Warte. So. Einmal rüber mit Schmackes. Und da sind wir auf dem Dach. So, hier ist ein Schornstein. Hier ist die Treppe. Die Nottreppe, die aufs Dach geht. Ist eigentlich für einen Schornsteinfeger gedacht, ne? Dass der hier hochkommt, richtig. Also. Sind das Füße? Ach ja, je. Ach Schreck. Was ist denn hier passiert? Hallo? Frau Müller? Hören Sie mich? Was machen Sie denn hier? Um Gottes Willen. Ey, wir haben Sie, Herr Müller. Bleiben Sie ganz in Ruhe. Rettungsdienst kümmert euch mal um ihn. So, wir versuchen Sie runterzubringen. Was machen Sie denn hier? Ach ja, je. Wie sind Sie denn da reingekommen? So. Bitte beruhigen Sie sich. Nee, bleiben Sie ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe jetzt hier. Wir holen sie da raus. Das sieht ein bisschen knifflig aus. Sie stecken da so halb im Schornstein. Ja, wir probieren alles. Wir sind dran. Wir holen sie da raus. Entschuldigung. Frau Müller hängt im Schornstein. Also, dann war es doch richtig, was der Vogel da unten gesehen hat. Also, mein Kollege, mein lieber Kollege, Kamerad von der Feuerwehr Waldstätten, der hat anscheinend hier die Füße gesehen von Frau Müller. So, ja, dann werden wir die mal probieren, hier rauszubringen irgendwie. Das werden wir mal ganz schnell machen. Also ich hoffe, das wird auch schnell funktionieren. Ich werde mal Frau Müller hier ganz kurz, verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob das geht so einfach. Kann ich die da? Ach doch, das müsste doch so funktionieren hier. Und Ballenpresse? Nee. Eigentlich müsste ich das so verkaufen können. Ja, nee, das geht nicht. Manchmal geht's nicht. Naja, gut. Nee, dann machen wir das eben so. Frau Müller ist wieder erfolgreich gelandet unten auf dem Boden. Ich zeige euch das mal. Das ist Frau Müller. Die ist jetzt hier beim
Rettungsdienst. So, dann gehe ich mal auch noch kurz runter. Wenn ich dann runterkomme. So, hier haben wir rübergesprungen. So. Frau Müller ist jetzt befreit und hängt nicht mehr zur Hälfte im Schornstein. Die kommt jetzt erstmal. Meine Güte. Die kommt erstmal auf die Wiege und dann ist sie jetzt erstmal versorgt hier. Also das ist ja wirklich ganz schön heftig gewesen. Ja, also Herr Müller, Frau Müller geht's gut. Ihre Frau wird jetzt behandelt vom Rettungsdienst und die wird durchkommen. Ja, ich habe jetzt erstmal so eine Geschichte, ne? Also wie das passiert ist. Das kann man sich gerade wirklich hier nicht ausmalen. Also das ist so verrückt, das Ganze. Also ja, es ist richtig, sie war zu Hause. Das hat ja der Herr Müller uns schon jetzt öfters erzählt. Ja, und die Frau wollte anscheinend, warum auch immer, aufs Dach klettern. Ja, und sie meinte gerade, jetzt ganz kurz erzählt, dass sie irgendwas im Schornstein gehört hatte. Und irgendwie ist der Rauch nicht richtig abgezogen. Sie hat ja den Ofen angemacht, weil es schon ein bisschen frisch war im Haus. So, dann ist sie eigenständig mit Bademantel, gleich bekleidet, aufs Dach geklettert, hat auch hinten die Notleiter genommen am Haus, für den Schornsteinfeger eigentlich, ist hochgegangen, hat den Schornstein abgesucht, hat gesehen, dass da was drin ist und jetzt haltet euch fest, da war wirklich ein Vogel drin, das gibt's ja gar nicht. Der konnte sich nicht selbstständig befreien und sie hat probiert, ihn rauszuholen. Das hat sie dann auch später geschafft. Der Vogel war draußen und sie war drin. Und ja, deshalb hat sie da ordentlich drin gesteckt. Gott sei Dank war der Ofen auch nicht an. Also das wäre wirklich böse ausgegangen hier, ne? Ey, Gott sei Dank haben wir das rechtzeitig noch gesehen. Da auf die Idee wäre man dann nie gekommen, um auf dem Dach zu schauen. Alter. Ja, aber Gott sei Dank, der Einsatz ist erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten Frau Müller erfolgreich retten bzw. helfen. Und wir haben wieder spitzenmäßige Arbeit geleistet. Also das muss man wirklich mal wieder dazu sagen. Meine Güte, Leute. Also da ist man einmal auf dem Rettungswagen im Rettungsdienst von Waldstätten und dann bekommt man hier so einen Special in den Einsatz rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Freunde. Mir persönlich hat es richtig Spaß gemacht. Also das war jetzt wirklich Abwechslung pur. Kommentiert gerne mal, wie euch der Einsatz gefallen hat. Und ja, ansonsten Einsatzwünsche immer gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge vom LS22 mit der Feuerwehrmod. Macht's gut, liebe Freunde. Bis dahin. Ciao.